So, hi und hallo mal wieder. Ja, wir haben heute den 3.8.2024. Der eine oder andere kennt das von euch. Das ist die sogenannte Regenbogenbrücke. Und das bedeutet, ich bin auf dem Weg zu diesem Flohmarkt. So, heute will ich nicht so viel von Lego-Sets kaufen, sondern nur Ninjago-Magazine und sprich Ninjago-Dosenmagazine. Und vielleicht auch Wundertüten, dass ich euch noch mehr zeigen kann. Also, ich bin gespannt, was ich heute alles finde auf dem Flohmarkt und zeige es euch nachher. Bis gleich. Der war dabei. Und das eine Ding war noch dabei. Habe ich gesehen, wo ich den aufgebaut habe. Dann bringen wir irgendwann nochmal den Hubschrauber mit. Ja, okay. Und sonst? Er ist noch leer. Ist ja gerade erst gekommen. Ich bin alter Mann, ich muss mal aufpassen. Ich habe auch So, bin jetzt fertig mit meinem Flohmarktbesuch. Habe keine Lego-Sets, einzelne Lego-Figuren gekauft, nur Lego-Dosenmagazine und Wundertüten. Für mich wegen coole Bösewichter und für euch natürlich, um zu zeigen in Wundertüten, dass immer das Gleiche oder dasselbe drin ist. Also seid ihr, ja, ich sag mal bis nachher, wenn ich die ganzen Tüten auspacke, dann könnte ich auch noch zeigen, wie viel und wie teuer es war, weil es ziemlich laut hier. Deswegen sage ich nochmal, bis nachher. So, wieder zu Hause angekommen. Musste auch diesmal einiges schleppen. Wie gesagt, ich habe mir von den Lego-Sets nichts gekauft, nur Magazine und Wundertüten. Und eben privat war es Panzerband und ein paar Schrauben. Aber jetzt erstmal, ihr habt die Preise gesehen. Teilweise waren die Preise, es kam darauf an, wie viel man nimmt, hat man natürlich günstiger bekommen. Was habe ich für 3 Euro gekriegt? Für 3 Euro habe ich jeweils ein Lego Ninjago Magazin 117 bekommen, weil ich finde den Bösewicht eigentlich mega cool. Einmal, zweimal, dreimal, viermal habe ich mir den mitgenommen. Aber ich musste jetzt so viel mitnehmen, weil wenn ihr gleich das ganze Konsolowut seht, dann wisst ihr auch warum. Umso billiger habe ich alles bekommen. Also 3 Euro habe ich für so ein Heft bezahlt. Dann für euch ein schwachsinniges Video zu machen. Ich habe es gemacht. Ich weiß nicht warum. Natürlich die neue Lego Ninjago Wundertüte. Weil es sind cool drinne. Ich habe mir gedacht, so, nehm mal welche mit, weil für euch dann ein schwachsinniges Video machen. Warum? Ihr kennt es. 10 Stück. 10 Stück habe ich mir jetzt gegönnt. Also für mich weniger, für euch. Weil die Bösewichte, die coolen, sind bestimmt nicht drin. Aber ich habe mir jetzt 10 Stück geholt. A 3 Euro sind 30 Euro, die ich dafür jetzt ausgegeben habe. Aber ich habe mir gedacht, dann könnt ihr sehen, was da wirklich drin ist. Wenn ich ein schwachsinniges Video mache, dann passt das. So, was habe ich noch für 3 Euro gekriegt? Weil ich ja Massen abgenommen habe. Ihr seht es ja schon. Dieses hier. Ja, ich habe es schon mehrmals angeboxt. Ist ein cooles Polypack. Einmal war eine Fehlverpackung bei mir drauf. Es ist nicht schlecht. Kann man nichts zu sagen. Deswegen habe ich 2, 3, 4 und 5. 5 mal 3 Euro. 15 Euro. Plus diese 4.
3 Euro plus 10 von die Wundertüten, 3 Euro. Das waren alles 3 Euro Artikel. Gleich kommen nochmal 3 Euro Artikel, aber jetzt erstmal nicht. So, dann habt ihr ja gesehen, die ganzen Dosen Ninjagos. Ja, er wollte mehr dafür haben. 4 Euro, dann 3,50 Euro. Und ich finde die Bösewichter so gut. Ihr wisst es alle. Ich pack das mal hier so ein bisschen weg. So. Ich finde die Bösewichter so gut. Deswegen habe ich mir ein paar mehr gegönnt. Wie gesagt, kostet eigentlich 8 Euro. Für die Dosen Ninjago musste ich 3,50 zahlen. Einmal. Zweimal. Dreimal diese Dose aus das Magazin Nummer 31. Dann 32. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Ja, ich konnte es mich nicht nehmen. Ich habe zugeschlagen. Ich weiß, ich bin bescheuert. Aber um schwachsinnige Videos wiederherzustellen, ihr wisst, dann greife ich gerne mal zu. So, das waren 3,50 Euro. 3 Euro musste ich bezahlen für die Dosen ohne Magazin, weil die zerquetscht waren. Auch nochmal. Einmal, es ist komplett, aber einmal, zweimal, dreimal, viermal 3 Euro. So, und ihr könnt ja schon zusammenrechnen, wie viel Geld ich da schon wieder gelassen habe. Ich wollte nicht so viel Geld da lassen. So, und dann kam er mit, ich habe noch andere Dosen da. Aber, weil du jetzt so viel abgenommen hast, eigentlich nehme ich für die Dose 5 bis 6 Euro, kannst du haben für 4 Euro. Ich denke, hä? Ninjago, Blechdosen, 4 Euro? Was für ein Bösewicht soll da drin sein? Dann sagte er zu mir, nee. Nicht Ninjago. Ich habe das wirklich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die Star Wars Dosen. Cool. Allerdings 4 Euro. Okay, kann man aber machen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal, weil die anderen, die hatte noch mehr gehabt, aber die anderen waren leider vorbestellt. Aber ihr habt es jetzt gesehen, ich habe reichlich Material für schwachsinnige Videos zu machen. Werden demnächst kommen, auf jeden Fall. Aber die Hammer braucht man nicht so oft, bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht warum. Ich habe heute ein bisschen zu viel Geld gelassen. Aber es war ja auch Anfang des Monats. Wie gesagt, könnt ihr euch darauf freuen oder weniger. Ich habe wieder zugeschlagen für schwachsinnige Videos. Das meiste habe ich Ninjago gekauft. Ich verlinke euch irgendwas von Ninjago. Von den neuen Sets sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Und wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da. Ich mache demnächst schwachsinnige Videos. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.